gehen wir hin? Zum alten Tempel im Wildwald. Wieso? Das erklärt sich leichter, wenn wir dort sind. Hat Odin noch was gesagt, als ihr draußen wart? Ja, er sagte, Jötunheim sei ihm inzwischen egal. Die Riesen könnten ihre Geheimnisse behalten. Er hätte Ragnarök auf seine Art abgewendet. Ob er weiß, dass alle Riesen tot sind? Ich fürchte eher, dass es ihm nicht mehr wichtig ist. Was hat er vor? Passiert. So nah an zu Hause. Bekämpfen sich die Räuber jetzt gegenseitig? Das sind nicht ihre Pfeile. Etwas anderes ist hier draußen. Hier sind noch mehr. Ganz frisch. Sind die alle durch das kaputte Symbol gekommen? Das oder Odin hat den Schutzzauber. Komplett versaut. Was siehst du? Nur Tierspuren. Fast bei der Brücke. Oh, die Brücke ist hinüber. Wir brauchen einen anderen Weg zum Tempel. Warum bist du allein hierher gekommen, Junge? Ich hatte Träume, die mich herriefen. Träume. Wow, der hier lebt noch. Nein, sieh genau hin. Jetzt noch Hehlräuber? Wer tut sowas? Wir dürfen wohl nicht hoffen, dass ein Feind von denen unser Freund ist. Im Ernst, wer würde Räuber auf diese Art aufhängen? Siehst du etwas da unten? Was war das? Etwas Starkes und Gefährliches. Sei auf der Hut. Oh ja, ich bin immerzu auf der Hut. Ah!
Wann ist die Brücke eingestürzt? Vor einer Weile. Ich weiß nicht. Das ist der Tempel. Suchen wir einen Weg herum. Was es auch ist, es ist schnell. Weißt du noch, als ich sagte, jemand könnte uns Antworten zu den Riesen und Loki geben? Du meinst Tyr, der alte Kriegsgott in diesen Landen, der tot ist. Also für einen Toten war Odin sehr versessen darauf, dass man ihn nicht findet. Nicht wahr? Er weiß, dass Tyr die Welten gegen ihn vereinen könnte. Und Tyr war der stärkste Verbündete der Riesen, also... Genug.
Diese Säule war beim letzten Mal noch nicht im Weg. Gesagt habe. Tyr war mit den Riesen verbündet. Also wäre er auf unserer Seite, wenn wir ihn finden. Und wenn jemand weiß, wer ich sein soll, dann er. Wenn er da draußen ist, müssen wir ihn finden. Wir müssen einfach. Das sind viele Fans, Atreus. Was weißt du? Wirst du bald sehen. Ich weiß nicht, was er entdeckt haben will, aber er sagt, er hätte Beweise. Jetzt sind wir hier. Sehen wir es uns an. Viele Tote hier. Wir sollten weitergehen. Zu spät. Vater, benutz deine Klingen. Verbrenn sie. Ist
es nicht schön, dass Fimbulwinter all unsere hilfreiche Magie ruiniert, während neue Schrecken einfach so gedeihen? Wie aufs Stichwort. Nächster! Mein Halsstumpf ist ganz kalt. Wir klettern. Gut. Ah, er ist wirklich gut darin geworden. Und das nächste Bild des Grauens. Hinter dir! Pass auf! Blutvergießen ist nichts Neues für mich, aber so viel davon an einem Morgen. Bruder! Vater! Sicher mir recht, ein Pirscher! Sei auf der Hut! Wir haben wohl unseren Jäger gefunden! Mister! Seine Hörner leuchten, vielleicht eine Schwachstelle. So, sehr sick! Ha!
Und jetzt noch Pirscherinnen in unseren Wäldern. Das ist kein sicherer Ort mehr. Vater! Der Schild, den Mutter dir gab. Thor hat ihn beschädigt, aber jetzt... Vielleicht können die Zwerge ihn sich ansehen. Vielleicht. Später. Komm, hier können wir rein. Warum sind wir hier, Atreus? Also, weißt du noch, die ganzen Schreine, die wir fanden, über die Geschichten der Riesen? Die linke Tafel beschrieb ihre Herkunft und die rechte Tafel ihr Schicksal? Ja, wir fanden viele. Ich hab sie gesehen. Tja, dahinter steckt mehr, als wir dachten. Tja, die umgestürzte Säule ist neu, aber der Schrein ist direkt dahinter. In dieser Gegend stürzen wohl regelmäßig Dinge um. Fimbulwinter zermürbt einfach alles. Selbst Stein.
Woher weißt du immer, wie man die findet? Etwas bewegt? Da rechts? Na also, los! Schau zu. Oh, das ist neu. Komm mit. Atreus, warte! Ich glaube nicht, dass er wartet. Was ist das, Junge? Wo sind wir? An einem Ort, den nur Riesen sehen sollten. Die Schreiner erzählen der Welt ihre Geschichten. Aber wie sich zeigt, werden die wahren Geschichten, die Geheimgeschichten, hier aufbewahrt. Im Inneren. Wisst ihr noch, die Geschichte von Skull und Hati, den Wolfriesen? Odin fing sie ein, weil er glaubt, so den Beginn von Ragnarök zu kontrollieren. Ich erinnere mich. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Hier, man sieht, wie die Riesen Skull und Hati befreien. Sie sind frei? Ist das Vergangenheit oder Zukunft? Kommt drauf an, wann man es sieht. Gesprochen wie ein Riese. Seht ihr? Die Wölfe sind sicher, irgendwo in Vanaheim. Nicht der erste Ort, an dem Odin suchen würde. Da sind sie und jagen Sonne und Mond. Alte Gewohnheiten. Bis da der Mond gestohlen wird. Irgendwie. Atreus. Seht ihr? Hati hat nichts zu jagen. Und da heißt es, beim Himmelsraub gäbe es keine Opfer. Ich bin nicht sicher, wer das ist. Aber irgendjemand kommt und rettet den Mond. Und dann versperrt der Mond die Sonne. Totale Sonnenfinsternis. Habe ich seit 100 Wintern nicht erlebt. Doch dann jagen sie einen Pfeil. Und alles wird wieder normal. Was hat irgendwas davon zu tun mit... Dazu kommen wir gleich. Schaut, hier ist Ragnarök. Seht ihr, wer die Armeen gegen Odin anführt? Das ist Tyr, wenn er zu Ragnarök da ist. Heißt das, dass er am Leben sein muss, oder? Mimir... Kann das sein? Odin sagte mir, er habe Tyr getötet. Und damals vertraute er mir, dachte ich zumindest. Was, wenn er ihn nicht getötet hat? Was, wenn er ihn bloß die ganze Zeit irgendwo eingesperrt hat? Wir sind wieder beim Wenn. Es reicht. Warte! Wir gehen nach Hause. Warte! Eines muss ich dir noch zeigen. Es ist gleich hier. Was ist das? Alles, was ich fand. Tja, fast alles. Das ist Riesenhandwerkskunst. Warst du wieder in Jötunheim? Nein, das lag in einem anderen Schrein. Anderer Schrein? Bei wie vielen warst du? Also bei allen? Zumindest bei allen, die ich in Midgard erreichen konnte. Ich kenne das nicht. Aber es ist wichtig. So wie all das.
Als ich in einem der Schreine war, sah ich Tyr als Gefangenen. Aber ich weiß nicht wo. Es gibt Hinweise in den Schrein. Es geht um schwarzen Rauch und blutende Erde. Aber wir konnten nicht herausfinden, was... Sindri hat mir geholfen. Also, ich habe ihn überredet. Es war nicht seine Idee. Ich brauchte jemanden, der aufpasst. Schwarzer Rauch. Blutende Erde. Ein Gefängnis in Muspelheim. Eher nicht. Odin hat keine nennenswerte Präsenz in den urzeitlichen Welten. Aber blutende Erde? Klingt nach einer Mine, oder? Die Welt der Zwerge vielleicht. Svartalfheim, das kann gut sein. Aus den Minen kam schwarzer Rauch. Und Odin hat die Zwerge schon seit langer Zeit in der Hand. Das ist es. Tyr ist also in Svartalfheim, in einer Mine. Und? Gehen wir? Heim. Hier lang. Junge, selbst wenn wir nach Tyr suchen wollten, wie sollen wir nach Svartalfheim gelangen? Du weißt, dass Odin alle Wege zwischen den Welten versperrt hat. Sindri sagte, er hätte da ein paar Ideen. Sindri hat ständig Ideen. Der Boden sieht hier rissig aus. Eine Abkürzung. Weißt du noch, unser erster Trollkampf hier? Du hast dabei die Kontrolle verloren. Wir müssen vorsichtig sein. Die Gefahr ist nah. Kannst du denn ohne Schild kämpfen? Ist nicht mein erstes Mal. Hm.
wohl drunter? Ah, wir zerstören wieder Dinge zum Spaß. Herrlich. An den Jungen? Nicht viel. Sie sind rausgegangen. Aber er hat es uns erzählt. Kein Grund zur Sorge. Was ist mit den Dingen, die er nicht erzählt hat? Fast zu Hause. Bruder, auf ein Wort. Nimm dem Jungen seine Neugier nicht übel. Das gehört zur Jugend dazu. In meiner Jugend lernten wir Gehorsam. Und das wünschst du dir für ihn? So seinen eigenen Weg gehen. Wenn du nicht willst, dass er dir den Rücken zukehrt, dann reiß dich zusammen und geh eine Weile mit ihm. Wenn wir einen Weg fänden, nach Svartalfheim zu reisen, würden wir bestimmt viel nützliche Ausrüstung finden, mit der... Genug. Wir tun es. Wirklich? Aber wenn wir Tyr nicht finden, gibst du deine Suche auf. Endgültig. Klasse. Du wirst es nicht bereuen.